Hallo und herzlich willkommen zurück zu Projekt Wing. Ich hoffe, es geht euch allen bestens. Wir haben letztens schon mal angefangen mit der RB15 mit dem Quick Release und heute fangen wir mit den Programmiertätigkeiten an. Aber vorweg werde ich in diesem Tutorial noch ein paar Sachen wegen dem Programmieren, wegen dem ganzen Search-Modis und so weiter und so fort noch ein bisschen erklären, dass das dann in weiterer Folge auch verständlich ist. Wie schon letztens angesprochen, werden wir heute die Programmiertätigkeit mittels des Mission Editors machen. Das heißt, wir werden die Wegpunkte der RB15 im Mission Editor durchführen und also zumindest erstellen und dann in weiterer Folge durchführen. Gut, warum habe ich jetzt hier meinen Mainscreen an? Weil bevor man mit der Wing anfängt, im Mission Editor zu arbeiten, sollte man eine Sache beachten. Und zwar, wir gehen hier auf die Einstellungen und auf Gameplay. Und hier, das ist ganz wichtig, die Units solltet ihr nicht auf Imperial oder Imperial, sondern auf Metric machen, ne? Weil die Wing nämlich alles im Meter angibt, also die ganzen Entfernungen, Höhen und so weiter und so fort. Und wenn ihr auf Imperial lasst, dann habt ihr immer Fußanzeige und nautische Meilen und das müsst ihr dann immer umrechnen. Also merkt euch dann immer das auf Metrik hier umstellen. Gut, und dann gehen wir in den Mission Editor. So, dann sind wir jetzt hier im Mission Editor, dass ich da euch noch ein paar Sachen zeigen kann. Aber vorweg gehen wir mal hier ins Manual. Wir haben hier verschiedene Suchermodus oder Modis. Dann einmal den Area Search, den Bearing Search und den Close Search. Die sind eh da hinten, da unten ganz gut aufgezeichnet. Auf jeden Fall den Close Search, den haben wir schon letztens gehabt mit dem Quick Release, diese 2 bis 20 Kilometer. Dann Area Search, da sucht er nur eine gewisse Area ab. Und der Bearing Search. Wie man das jetzt programmiert, zeige ich jetzt da unten da. Aber zuerst noch, erst weiter unten. Zuerst kommen wir jetzt mal zu den Target Modis. Es gibt Single Target. Also es ist der Quick Release Mode. Oder wenn man die Rakete im SDB-Modus rauslässt, nicht im Vibe-Modus, sondern im SDB-Modus. Dann gibt es Multiply N. Das sind random Targets, die close, also in der Nähe der ATP sind, also der Assume Target Position. Das sage ich euch gleich im Mission Editor, was das ist. Dann Multiply A, da nimmt er hier ein Random von ATP. CD beim N macht er die ersten drei Random und bei Multiply A macht er alle Random von dieser Gruppe halt, ne? Also in Nähe der ATP. Und dann gibt es halt noch die Group. Da nimmt er halt die Schiffe innerhalb von 3 Kilometer Reichweite. Gut, was sind jetzt hier die Codes dafür? Die sind hier. Hier sind immer die wichtigsten Codes, das sind die 4 oder 5 hier. Also es ist Standard, 80000 ist Standard. Oder ich drücke einfach den Valve-Knopf auf Standard. Und auf Valve kann ich jetzt 8001, das ist Multiple Targets N. Also da nimmt er die ersten drei random der Nähe der ATP und dann ist hier 80002. Hier nimmt er die Targets random in der Nähe von der ATP. Dann hier halt den Convoy, Group Attack. Und das ist ungefähr gleich vergleichbar mit dem Attack von der RB04. Und hier den Bearing Attack, wo wir eh schon gesehen haben, hier oben auf dieser Grafik hier, das ist hier zwischen 6 und 24 Kilometer sucht er da. Und dann gibt es noch diese Modis hier. Diese Modis hier, wo man die ganzen Funktionen noch
extra hier eingeben kann. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das funktioniert. Ich lösche das nochmal raus hier. Dann brauche ich mein Dingens hier. Da habe ich eh schon jetzt was raufgeschrieben. Das machen wir nochmal weg. Ich muss das ja vorher testen, bevor ich euch da einen Scheiß erzähle hier. So, wo ist jetzt? Da ist es. So, passt. Die gelbe Farbe brauche ich. So, hier sind Adressencodes. 81 bis 86. Hier steht eh 81 bis 86. Und wenn ich das mit 80.000 eingebe, dann ist das alles gelöscht. Also resettet alles. Gut. Wie sind die Codes jetzt zu verstehen? Ich habe hier 81 die Adresse hier. Das sieht ein bisschen schlecht. Machen wir das in. Machen wir rosarot, das ist eine coole Farbe. So, 81 habe ich hier. Das ist die Adresse. Und dann muss ich jetzt gucken, was will ich jetzt haben? Will ich jetzt Single Target angreifen? Will ich Multiple Target N, A oder Group Targets angreifen? Ne? Und dementsprechend gebe ich dann den Code ein. Und zwar fangen wir mal an hier. Das Notepad hier. 81 ist der Grundcode. So, ich möchte jetzt haben. Single Target will ich nicht haben. Das ist mal eine 1. Das ist die 1, 0, 1, 0. Multiple Target N. Ja, ich will Multiple Target N haben. 0. Multiple Target A. No. Group Target No. Das heißt 8, 1, 1, 0. 1, 1. Das ist jetzt mein Code, den ich jetzt im Flieger eingeben muss, dass ich ganz genau diese Variante rauskriege. Das ist das ganz genau das gleiche so hier. Das ist No Function hier. Und hier ist das ganz genau das gleiche. Hier kann ich die mit Peering und C-Skimming und so weiter und so fort. Präzise Area, Small Area, Search Area, Large Search Area und so weiter und so fort. Das kann ich hier alles, kann ich da eingeben. Und natürlich auch, ja, Windstärke und so weiter, Wind Direction. Also hier kann ich alles programmieren, was ich will. Aber jetzt machen wir nur mal das hier. Gut, dann werde ich die gleich in meinen Dingens rein speichern hier. Steuerung V. Und fertig. Dann habe ich das evident. So, dann gehen wir mal zu den Wegpunkten. Wie ich gesagt habe, ich habe ja schon diesen diesen Assume Target Position. Diese Assume Target Position habe ich ja schon angesprochen. Ich brauche für die Rakete Wegpunkte. Das klicke ich mal hier auf meinen Flieger und jetzt seht ihr schon, jetzt sind hier gekommen. Hier der BX6, BX7, BX8. Das sind meine Wegpunkte. Es gibt auch BX1 bis 5, aber die sind für Aufklärung. Für Reconnaissance. So, wie mache ich diese Wegpunkte rein? Und zwar hier mit hier auf Nav Points und dann einfach BX6, BX7 und so weiter und so fort. Und fertig. Ups, jetzt habe ich da. Hey, den will ich nicht. Delete. Edit. Okay. BX6, BX7, BX8 ist da oben da. Ne, BX8 hat sich verabschiedet. Achso, ne, sorry. Das ist halt, da muss man halt immer den Flieger anklicken, dass man das sieht. Gut, was ist BX6? BX6 ist der Descent Point. Der Descent Point sagt, ist der Punkt, wenn ich da die Missile rauslasse, dann fliegt sie bis BX6, fliegt die Rakete oder die Missile auf der Höhe, wo sie rausgelassen worden ist. In dem Fall jetzt 1400 oder 1500 Meter, wo ich jetzt bin, wird die rausgelassen. Und hier fängt sie an zu descenden. Ungefähr hier, da fängt sie an zu descenden. Und geht aber nicht auf den BX6 zu, sondern die geht nach Release direkt auf den BX7 zu. Dann fliegt sie hier so, die sendet hier ungefähr, ist sie dann auf C-Skimming, fliegt zum BX7, das ist der Curse Change Point und wechselt dann den Kurs Richtung BX8 und sucht sich dann da die Targets aus.
Und dann gibt es noch das ist der BX8, das ist der Isom Target Point. Und dann gibt es noch einen BX9, der sollte irgendwo da hinten sein. Das ist der Autodestruct Point. Aber ich habe bemerkt, wenn man den im Mission Editor reintut, launchen die Missiles nicht. Also da ist noch irgendein Bug oder sowas. Also nur bis BX8 rein einfügen. Gut. Natürlich dann auch jetzt vorweg schon für die Missionsplanung. Jetzt kann ich zum Beispiel hergehen und sagen, okay, passt, ich habe jetzt diese Schiffgruppe da, ne? Okay, passt. Ich habe jetzt zwei Wiggen mal nehmen wir an, ne? Die zwei Wiggen fliegen hier rein. Also die erste Wiggen hat zum Beispiel jetzt hier diese Strecke hier. BX6, 7, 8. Und die zweite Wiggen hat jetzt zum Beispiel jetzt die andere Richtung. BX6, 7, 8. Und halt alles dann auf Group oder auf Multiply N, ne? Auf Multiply N, wenn ich auf Multiply N bin, wenn ich von der Seite hier angreife, dann habe ich hier die zwei Schiffe und wenn ich von der Seite angreife, habe ich hier eins von den dreien und sonst eins von den dreien halt, ne? Also das kann man dann gut eruieren. Und danach kommen nochmal zwei Wiggen, wenn die abgeschossen haben, weiß ich was, mit einer Separation von, was weiß ich was, 20, 30 Sekunden und die zwei, eine wieder so rein und eine wieder so rein und die nächsten zwei Schiffe sind raus. Also das kann man dann so im Mission Editor dann steuern. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt mal. Und jetzt gehen wir in die Einstellungen und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Ach ja, ich habe hier diese statischen Ziele eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe hier die statischen Ziele eingesetzt, dass man weiß, wenn man im Mission Editor, also in der Mission dann sieht, wo die Rakete gerade rumfliegt halt, ne? Das besser zu verdeutlichen. Gut, dann sehen wir uns in der Mission. So, dann sind wir jetzt in der Mission. Dann fangen wir mit unseren Einstellungen an. Mal den AFK rein inzwischen. Gut, ich brauche jetzt mal hier wieder auf Attack. Hier mache ich gar nichts. Also wenn ich hier wieder Serial Impulse, ist glaube ich jetzt langsam erklärt. Und wenn ich jetzt hier auf Standard tue, dann kann ich eingeben hier, was ich will. Das wird mir nichts bringen. Dann bin ich nur auf Single Target. Gut, dann machen wir unseren Wegpunkt. Takt 9 B2, das ist mein Wegpunkt. Dann mal das hier auf, hier den Code, was ich eingeben muss. 8 1 1 0 1 1 LSSKU zum Bestätigen. Passt. Mal wieder weg. Das können wir einschalten, dann das Radar einmachen. Dann müssen wir natürlich wieder SDesired. Schiffe sehen hier, da vorne blinken sie eh schon langsam auf, hier ein bisschen dunkler auch, ja, sieht so gut aus. Auf C und dann QFI. QFI nehmen wir von Wegpunkt 2, 10, 13, 3, ja, das müsste passen. Gut, dann gehen wir gleich auf Wegpunkt 2, das sieht ziemlich gerade aus. Mal noch 20 Kilometer, so den AFK können wir schon mal rausnehmen. Gut, jetzt werden wir nochmal nach, jetzt gehen wir gleich auf ENF und jetzt gucken wir gleich mal nach. Eigentlich könnte ich jetzt die Missile schon rauslassen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, weil hier habe ich die Timeline. Da bin ich schon innen. Eigentlich könnte ich die Missile schon rauslassen, aber jetzt gucken wir nochmal, ob wir den richtigen Wegpunkt haben. Das heißt, wir sind auf ENF. Ich drücke mir hier auf BX um 8. Dann seht ihr, jetzt habe ich hier meinen BX8 und das ist mein BX7. Die kann ich dann dementsprechend noch verrücken, aber das machen wir dann in weiterer Folge, wenn wir die Targets ohne Mission Editor markieren. Zurück auf B2. Gut, ich glaube, ich lasse die jetzt raus. Einfach unsafe. Träger so lange halten, bis das rote Licht leuchtet. Sehr gut. Wegdrehen. AFK rein.
dann gehen wir jetzt auf F10. Und da fliegen jetzt unsere Raketchen. Und mal hier die Beschreibung aus, dass wir es ein bisschen besser sehen. So, hier ist der BX6. Hier ist BX7. Und hier ist BX8. So, die fliegen jetzt noch mit 1450 Meter. Also auf der Höhe, wo ich sie rausgelassen habe. Bisschen vorspulen. So, jetzt kommen sie in die BX6 Section rein da. Seht ihr? Und jetzt descenden sie. Jetzt descenden sie. Wieder ein bisschen langsamer hier. Jetzt descenden sie. Vorspulen. Seht ihr? Jetzt descenden sie. Jetzt gehen sie auf 10 Meter runter. Jawohl, 10 Meter sind die jetzt. Und fliegen ganz genau auf den BX7 zu. Mal kurz gucken, ob mein Flieger noch. Ja, passt, der lebt noch. Die fliegen jetzt ganz genau auf BX7 zu. Und das ist jetzt der Course Change Point. Jetzt drehen sie sich rein Richtung Ziel. Bisschen vorspielen, bisschen zuzoomen. So, was haben wir jetzt eingegeben? Mal kurz Pause hier. Was haben wir jetzt eingegeben bei unserem Dings? Wir haben hier eingegeben, wir wollen Multiple Targets N. Das heißt, Multiple Targets N, war das jetzt nochmal schnell? Da. Close ersten drei Targets. Close des Zoom Target Points. Passt. Machen wir hier wieder Pause aus. Das heißt, ich habe einen Target Point hier, also entweder das hier oder das hier wollen die jetzt treffen. Dann gucken wir mal. Da gehen sie raus, jawohl. Sind jetzt auf Altitude 3 Meter, sind jetzt auf Sea Skimming. Okay, wo geht der jetzt hin? Wo gehen die jetzt hin? 1, 2. Okay, passt. Jetzt haben sie das und das hier. Okay, wo mein ATP hier war, okay, jetzt haben sie die da. Auch gut. Das konnte ich leider nicht steuern. Eigentlich wäre mir jetzt lieber gewesen die drei hier. Aber er hat jetzt die drei, die zwei da. Aber hilft nichts. Gut. Ich würde sagen, das war jetzt alles im Sinne vom Target. Also von der ENF-Variante mit Programmieren. Das nächste Mal gehen wir dann in die Option rein auf der F10-Karte, wo wir auf der F10-Karte die BX-Punkte setzen. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.